So, und jetzt mal schnell ein paar Tipps, um schnell etwas auswendig lernen zu können. Es geht um Gedichte, das Einmaleins, Vokabeln und so weiter und so fort. Aber etwas mit Struktur. Was ich damit meine, komme ich gleich drauf. Erstmal etwas, was keine Struktur hat. Zum Beispiel ein Wort, das gibt es übrigens gar nicht. Aber trotzdem kann man es lernen, so komisch, wie sich es anhört. Und man merkt ganz schnell, dass man mit dieser Methode ruckzuck auswendig lernen kann. Dazu aber noch ein Link. Also solche Links werde ich immer hier oben einfügen. Beachtet die Links, ihr könnt da ruhig drauf gehen. Das Video wartet hier, ihr verpasst also nichts. Das komische Wort heißt Interprokation der Kontraamadyse. Wenn ich dann die Schüler mal auffordere, das nachzusprechen, dauert es eine ganze Weile und dann plötzlich können sie es. Und komischerweise behalten sie es für ewig. Obwohl das Wort überhaupt oder beide Worte überhaupt keine Bedeutung haben. Was die 5 und die 6, was die bedeuten, darauf dann in dem anderen Video, wo ich den Link hinzugefügt habe, wo man dann ohne strukturierte Texte vorzufinden, dass man die trotzdem sehr gut auswendig lernen kann. Ganze DIN A4 Seiten. Aber zu der Methode komme ich dann später. Erstmal zu den Dingen, die Struktur haben. Zum Beispiel Quadratzahlen. Die sind wichtig, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, damit man anhand der Zahlen schon erkennt, wie die Wurzel daraus ist, beziehungsweise nicht so lange in Mathe raten muss, worum es überhaupt geht. Wenn jemand sagt, naja, wenn ich die Wurzel aus 169 ziehe, dann weiß ich, dass es 13 ist, also ist die Zahl auch durch 13 dividierbar und so weiter und so fort. Quadratzahlen lernt man am besten laut. Laut gehe ich auch in anderen Videos drauf ein. Laut geht dreimal so schnell, weil wir erstens es lesen, zweitens es im Gehirn nochmal ins Sprachzentrum schicken müssen und drittens, weil wir uns selbst kontrollieren. Wir hören also, wie wir sprechen. Jemand, der keine Zischlaute hört, der spricht auch keine Tittlaute. Wozu soll die sprechen, wenn er sowieso nicht hört? Komme ich aber, wie gesagt, noch drauf. Also, das Schöne ist, und jetzt kommt es, wir haben alle früher sprechen gelernt, ohne dass wir irgendwelche Duden oder irgendwelche Rechtschreibregeln oder sonst was hatten. Wir haben einfach nachgeplappert und das Nachplappern und dadurch behalten, das ist der Trick dabei. Also zum Beispiel, 11 Quadrat ist 121, 12 Quadrat ist 144, 13 Quadrat ist 169, 14 Quadrat und so weiter und so fort. Das spricht man so lange und liest es dabei ab, bis man es wirklich richtig schnell kann. Wie das dann weitergeht, auf den Link, da geht es ums Einmaleins, wie man das Einmaleins so schnell wie möglich lernen kann, auf den Link achten. Das kann man also durch Nachplappern und dann entsprechendes Weglegen und so weiter, gehe ich aber jetzt hier nicht drauf ein, ganz schnell draufkriegen. Also auch das Einmaleins, was man ja auch braucht. Oder das 1 plus 1 oder. Zungenbrecher. Damit kann man zum Beispiel Leute ein bisschen foppen, indem man sagt, sprich mal schnell nach. Und die verhaspeln sich dann und reden einen Blödsinn. Ich lese es mal langsam vor. In einem dicken Fichtendickicht, da nicken dichte Fichten tüchtig. Das kann man dann auch schneller sagen. In einem dicken Fichtendickicht, da nicken dichte Fichten tüchtig. Merkt ihr was? Ich verhaspel mich immer noch, weil ich es heute seit langen Jahren mal wieder spreche. Aber wenn man das immer schneller lernt, immer schneller lernt, immer schneller und wie gesagt laut vor sich hin spricht, dann kriegt man es hin. Und nicht aufgeben. In einem dicken Fichtendickicht, da nicken dichte Fichten tüchtig. In einem dicken Fichtendickicht, da nicken dichte Fichten tüchtig. Was daraus wird, wenn man sich richtig verhaspelt, könnt ihr euch vorstellen. Probiert's aus, lasst es die anderen nachsagen, es wird lustig. Gedichte haben auch eine Struktur. Die reimen sich nämlich. Oder Liedertexte, die reimen sich meistens auch. Und das Schöne ist, wenn man Liedertexte lernt, dann lernt man es am besten, indem man singt. Also, man macht es laut. Das Gedichte lernen machen die meisten nicht. Laut, die decken dann ab und versuchen es nochmal irgendwie nachzuplappern. Leute, plappert die Gedichte genauso nach wie hier, wie ich es hier gezeigt habe, beziehungsweise wie das Einmaleins. Wenn ihr die nachplappert, wenn ihr die dann drauf habt mit der Methode, die hier noch beim Einmaleins beschrieben wird, wenn ihr sie drauf habt, dann könnt ihr die Betonung reinlegen. Vorher gebt einfach Gas. Unregelmäßige Verben kann man so super lernen. Do, did, done, go, went, gone, drive, drove, driven, and so on. Und so weiter und so fort. Kann man laut ganz schnell lernen. Ich hatte mal eine Schülerin, habe ich gesagt, geh mal ins Nebenzimmer, lern die da mal. Aber laut, weißt ja. Ja, machte sie. Sie hatte, das war glaube ich in der 8. Klasse, da hat man hinten im Englischbuch drei doppelseitig bedruckte, also Buchseiten voller unregelmäßiger Verben. Nach 10 Minuten kam sie wieder und konnte so auswendig. Könnt ihr auch.
Vokabeln. Vokabeln lernt man allerdings nicht einfach bloß durch einfaches Nachsprechen, sondern man muss auch Beispiel Englisch und Deutsch beide zusammen können. Und wie man dann die Schreibweise, bleiben wir bei dem Wort, ich schreib's mal hin. Knife wird ja vorne mit K geschrieben, ne? Und es heißt Messer. Wenn ich sage, okay, das lerne ich mal auswendig, dann sage ich also Knife, Messer, Knife, Messer, Messer, Knife, Knife, Messer, Knife, Messer. Und wenn ich dann die Aussprache drauf habe und nicht weiß, wie es geschrieben wird, dann probiere ich es einfach auf Deutsch zu sagen, nämlich Kniefe. Einen Klang. Kniefe ist ein Klang, aber anhand von Kniefe weiß ich, dass vorne das K ist. An Klänge lernen wir besser als 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben hintereinander in der richtigen Reihenfolge. Gut, ich hoffe, das hat hier erstmal geholfen. Ich werde jetzt hier zum Schluss noch die Links zu anderen Sachen anfügen. Ja, und ich verbleibe mit besten Wünschen fürs Auswendiglernen. Nebenbei, wenn man auswendig etwas kann, dann hat man es auch abrufbereit und dann kann man es mit anderem Wissen kombinieren. Wissen kombinieren heißt denken. Denken kann man aber nur, wenn man was weiß. Ich wünsche euch was. Tschüss.